Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei FIFA und wir versuchen es gerade heute nochmal ein bisschen zu verarbeiten. Was ist da in der letzten Folge passiert? Diese Niederlage in Freiburg, diese blöde, unnötige Niederlage. Du hast eigentlich bis zur 88. Minute das Ding in Führung im Griff und alles. Du kriegst einen blöden Elfmeter für dich, gegen dich. Und heute, jetzt kommt noch der BVB, also das. Weiß ich nicht. Ja, warum kriegt ihr eigentlich? Lass dich doch einfach in Ruhe. Den Kader, der läuft nicht. So. Also, definitiv müssen wir nochmal da reagieren. Das ist sowieso klar. Das ist ganz klar, dass wir da definitiv in der Innenverteidigung, dass wir da auf den Positionen auch definitiv umorientieren müssen. Jetzt kommt auch noch der BVB, ey. Also, boah. Die Niederlande Freiburg, die ist so Marke und absolute Marke unnötig. Bayern auch verloren, okay. Krüger verkauft. Nach Atalanta, sehe ich das richtig? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, mit irgendwelchen Journalisten zu reden. Ich habe gerade mein eigenes Ding gerade zu tun. Ich versuche es jetzt gerade nochmal. So, probieren wir es in der Bundesliga. Ich versuche gerade mal irgendwie was zu machen. Was hat denn der als Wertung? Dann ich. Ich würde den jetzt kaufen, als möglich ist. So, weil ich musste definitiv irgendwas tun in der Innenverteidigung. Und das ist halt genau das, was ich meine. Deswegen, wenn wir. Ja, bitte. Und deswegen werde ich versuchen, dass ich jetzt noch schnell meine Spieler dazu nochmal den 1, 2, 3 Spieler was hole. So akzeptieren. Gehalt. Angebot absenden. So, erste Neuzugänge schon mal Dach und Fach. Der nächsten Innenverteidiger. Ich brauche. Muss gucken, was jetzt irgendwie kommt. Also in. Apoguma ist schon mal weg, schon mal zu uns gewechselt. 77er Wertung hat er übrigens. Aber ich habe zumindest mal eine Alternative jetzt in der Innenverteidigung. Eine gute Alternative in der Innenverteidigung. Und das ist halt genau das, was ich meine. Ich brauche dringend zwei Sechser, das ist ganz klar. Ich werde mir auch den Musiala für 18 Millionen kaufen. Ja, bitte. Verhandeln. Erstmal wichtig. Mal akzeptiert. Und das Ding ist durch.
Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt noch im Konto? So nebenbei. 73er Wertung. Leck mich doch am Sack. So, also. Ja, Marco, absolute Unnötigkeit. Das ist klar. Das ist jetzt so die Gebiete gelaufen für ihn. Das werde ich halt so jetzt versuchen umzubauen. Was anderes bringt es jetzt erstmal nicht. Habe ich jetzt Agbo Boomer verpflichtet? Ich brauche auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger und zwei Sechser, das ist ganz klar. So, was haben wir denn? Noch 35 Millionen. Ablehnen. Leck mich doch am Sack, Alter. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, wir kriegen heute das Dortmund-Spiel gar nicht mehr rein. Ich werde, glaube ich, heute wieder nur Transfers machen. Ja, machen wir so. Ich muss halt ein bisschen... Definitiv. Oh, Rugani, der hat ja in Leverkusen kurz gespielt. Zumindest hier in der Karriere. So, defensiv, ich brauche mal kurz gucken. Salif Sané. Ja gut, auch einer unserer ehemaligen Verteidiger. Milan Skriniar. Wird nicht zu billig sein. Alternativen. Southampton hat auch mal gute Innenverteidiger eigentlich gehabt. Navarro Kassier, Lucas Otamendi. Ja, ich habe halt irgendwas mit 35, 36 Millionen. Den kriege ich wahrscheinlich nicht so teuer, so viel, so billig weggepflückt von denen. Ja, dann ist er halt erst schon 32, aber dann habe ich eine Bombenalternative in der Defensive mit Stefan Savic, dass ich vielleicht ein bisschen die Innenverteidigung durchzukriege. Gegenangebot, neue Transfersumme. 27 Millionen ist zu teuer. Quatsch, Dings ist zu teuer. Eigentlich bräuchte ich nur zwei Sechser. Aber gut. Wenn mir das jetzt nichts...
Gut, dann haben wir einen zusätzlichen Innenverteidiger mit Savic noch zusätzlich geholt. So. Ja, das ist halt jetzt gerade einfach in dem Moment ein bisschen passiert und deswegen werde ich als Alternative umbauen. Gut. So, dann wollen wir, dass wir jetzt ein bisschen was Besseres haben. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und dann hoffe ich mal, dass man den ersten Sieg holt gegen den BVB zu Hause und ja. Na gucken.